Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just for Fun. Nämlich zu einem, auch zu mir, völlig unbekannten Game. Das Genre an sich ist mir nicht unbekannt, Overlord. Den ersten Teil habe ich ja let's played, den Raising Hell Teil, aber den zweiten noch nicht. Ist mir auch zur Zeit gar nicht möglich, aber ist erstmal egal. Overlord, Gefährten des Bösen. Das ist mal ein anderer Ansatz an diese ganze Overlord-Sache. Aber, naja, ich habe es selber noch nie gespielt. Also, ich glaube, ich schalte das hier erstmal auch ein bisschen runter, die Sprache. Das können wir so lassen, finde ich. So. Ja, fangen wir ein neues Spiel an. Das muss mir selbst alles noch erklärt werden, natürlich lokal. After the destruction of our last overlord, the land was in a state of pastoral bliss. Oh, ich höre Musik von Teil 1. Filled with pleasant conversation and tinkly niceness. It was all so very dull. Ja. Evil, it seemed, was on its last legs. We minions searched high and low until we found our salvation. All that remained was to find the right evil candidates. Dead evil candidates. The brutal Inferna, legendary warrior, crushed in aggressive altercations with rock trolls. Devilish necromancer Melody, who extinguished her own life in return for a nefarious dark curse. Maximum carnage. Dwarf and rogue Hawken and dark elf prince Kryos, killed by each other's hand. A two-for-one evil bargain. And so, with the resurrection of these dark champions, we begin to spread a little chaos again. Now, which dark champion shall I summon first? Ja, so sieht das aus. Inferna ist eine zähe, eigenbrötlerische Feuerkriegerin aus Roboria, die den Nahkampf liebt. Roboria, sagt mir was. Das war doch die Wüste, hm? Melody. Entdeckte früh die Macht des Bösen und verfluchte das Waisenhaus, in dem sie aufgewachsen war. Sie erledigt Ziel am besten aus der Ferne. Ich glaube, das wäre was für einen guten Freund von mir. Aus der Ferne zu erledigen ist eher seins. Kryos, Dunkelelfenprinz Kryos aus Nordberg, nutzt seine Macht über das Eis, um Gruppen von Feinden aus der Ferne zu kontrollieren. Nordberg könnte vielleicht aus Overlord 2 sein, wahrscheinlich. Anführer der heillosen Bastarde. Harkon liebt nichts mehr, als sich mit wirbelnden Äxten ins Getümmel zu stürzen. Eine Feuerkriegerin. Obwohl, ehrlich gesagt, am meisten würde mich jetzt, ehrlich gesagt, Kryos. Oder Inferna. Oder so, Melody? Ich nehme Melody. Am besten aus der Ferne. So. Nimmt euch verschurken Gegner in Acht. Sie können ausweichen und aus einer anderen Richtung neu angreifen. Aha. Die Ansicht von diesem Game soll auch anders sein als die anderen beiden Overlord-Teile. Aber es gibt auch hier wieder Schergen. Okay. This is the Netherdeep, home of ultimate evil. Well, it used to be until our last master went a bit exploding. Bits everywhere. It was rather unfortunate. We had to have the ceiling redone. They get the idea, Rickett. Alas, we also lost our Netherheart, too. As you can see, evil is not what it used to be. And that's where you... of dastardly doings come in. We need to spread a little evil. Bring back the black! In fact, and we're very excited about this, welcome to the Trials of Evil. Yeah. Please step through the portal and we can begin. Aha. Okay, hör auf Gnarl und überlebe die Prüfungen. Ah ja, auf
Auf X kann ich jetzt hier angreifen. Nicht schlecht. Rennen ist, glaube ich, nicht so drin. Das ist die einzige Geschwindigkeit. Die anderen Tasten kann ich jetzt noch nicht zugreifen. Nö, alles noch unbekannt. Was gibt's hier? Ah. Ja, die Schergen arbeiten hier. Okay, hier ist blockiert. Es hat so ein bisschen Diablo 3-Ansicht hier, aber das sagt jetzt noch gar nichts. Hier ist das Portal. Gut, das ist ja jetzt erstmal einfach nur zum selber kennenlernen, das Game. Ich kenne es halt nicht. Mal sehen, wo kommen wir hin? Durch Aufwerten deiner Schergen. Ah, kannst du mehr Schergenwürfel bei dir tragen. Aha. Also das Gameplay hat sich anscheinend doch ein bisschen verändert, auch wenn die Atmosphäre immer noch dieselbe zu sein scheint. Ratet nie einen Phönix, das ermutigt ihn nur. Ach, schön. Das Böse wartet nicht. Your new Nevergal form is a little snug. So let's get you moving. Try using your weapon to break that barrier. Okay, noch sind wir nicht mit Schergen unterwegs, aber haben wir hier noch irgendwas anderes zu finden vielleicht? Ich kann jetzt auch keine Map finden oder so. Ah ja, ausgerüstet, gestohlener Bettlerzauberstab. Uiuiui. Starterwaffe. Mhm. Also man kann sich auf jeden Fall hier noch anscheinend Waffen zurechtfinden, ausrüsten. Das hat doch ein bisschen was RPG-mäßiges. Ah. So, wo geht's hier hin? What needs fashion? Ah, minions! They flock to evil like flies to a festering corpse. These are browns. They're your bodyguards. Dependable, hardy types. Eventually, they'll learn to taunt enemies and draw their attacks away from you. Okay. Mit L3 kann ich zum Beispiel die Bezeichnung über meinen Kopf ändern. Wir haben unsere ersten Schergen gefunden. Könnt ihr auch Sachen finden, ne? Okay, hier ist nichts weiter. Weiter geht's. Das Böse siegt immer. Kill! Was denn killen, ne? Oh, okay. Old stuff gives me the creeps. Bauern. It's vintage. Damn gawkers, such a nuisance. Scare them off. Okay. Hm, kann ich wohl nicht umbringen, den Typ da. Aber man wegschieben kann ich ihn. Okay. We should stay with the tour group. The locals are not friendly. Elves always turn up when they're not wanted. They are never wanted. Okay. Hey. Okay, wir sammeln auch so Geld ein, sehe ich gerade. Oder irgendwas anderes, keine Ahnung. When enemies die, their essence often forms minion energy cubes. They allow you to unleash minions whenever you want. To deal with all of them, they breed like rabbits, you know. Okay, also bis jetzt ist das noch so ein... Ja,
Dragon Slay, wie man es von... That's the sound of a loot goblin about to reward you for not being hacked into tiny pieces. By the way, minions are great at gathering loot. Beute. Very useful for something so horribly shiny. Use it to buy things. Everybody needs things. Okay. Oh, da vermisse ich gleich den ersten Overlord-Teil, wo man die schön ausschwärmen lassen konnte, die Schergen. Vielleicht kann man es hier aber auch. Irgendwann. Anscheinend muss ich hier das Ganze noch planen, ja. Ah. Also irgendwie hat das was, das Game. Ist nicht so schön Overlordy wie die anderen beiden Teile bestimmt, aber... Dafür gibt es Vielfalt an der Charakterauswahl. Okay. Ist ja auch erstmal nur hier die Prüfung. To the face are no longer an issue for you. Block or dodge them. Hallo? Steht zwar R, aber. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das Teil hier verschieben muss, aber hier stand jetzt bloß R und als Stick, aber ich kann den jetzt, wenn ich ihn bewege, teleportiere ich mich irgendwie in eine gewisse Richtung. Okay. Keine Ahnung. Das sollte mir jetzt nur das Ausweichen beibringen. Okay, okay, okay. Alles klar. This minion fountain will allow you to summon different colored minions. Hit it and it will generate these neat little minion energy cubes. Aha. Minions can go places where your dark majesty can't. They can also pass through elemental gates and operate switches for you. This gate is a brown one. Ah, okay. Mhm. Okay. Kann ich hier aufnehmen? Hm? Anscheinend sehr viele. Ja, gut, zwei von jeder Farbe. So. Alles klar. Da geht das Tor auf. Ah. Und mit einem der roten Schergen können wir den anderen Schalter. Ja, betätigen. Alles klar. Überhaupt können wir andere Schergen rufen. So, jetzt haben wir ein paar bei uns. Holen uns noch ein paar von den Würfeln. Ein paar grüne wären nicht schlecht. Okay. Gut. Dort hinten einer hin. Ah. Money. Okay, also das hat was. Es ist mal was anderes. Ein bisschen.
zumindest. So, gehen wir jetzt hier lang. Da geht's nicht hin. Oh! Ein powervoll Angriff. Ja, schon klar. Nice. Man kann schön zielen mit dem Ding. Wieso noch brauche ich keine Heilung? Mir geht's gut. Außerdem habe ich hier schon blaue bei mir. War ich wohl wieder mal voreilig. So, es reicht nicht, da einfach nur hinzugehen. Nein, man muss die Dinger zerprügeln. Ja, sammelt, sammelt. Okay. Schon wieder töten. Use your special attack ahead and take advantage of the boiling lava below. Wow, alles klar. Jeder von den Helden hat anscheinend so einen... Man hat einen speziellen Angriff. Jeder Held hat seinen eigenen, nehme ich an. Ah ja, die Grünen. Die Assassinen. Hin und wieder leckt das hier so ein bisschen, aber ich glaube, das... Ich weiß nicht, woran das jetzt liegt. Ja, ist ja auch erstmal egal. So, der Spezialangriff von Melody, die ich hier habe. Scheint so eine Art Super Laser zu sein. Use the minions to break those barricades or risk the spikes. Ja, die lassen wir mal weg. Oh. Okay, schön, dass hier einer einfach so durchrennt. Oh. Aha. Noch nicht schon wieder sterben. Ja, wegen der Stachel schon klar. So, was haben wir hier? Ah. Funny how that switch is right by some fire grates. Open to abuse, I'd say. Okay, aber noch lebe ich. Irgendwas zum Töten hier? By my crevices! That looks like a shard of the old Neverheart. Stuff surrounding it. Ugh. We call it the Golden. Pure, unadulterated sweetness and light. Sadly, you're too weak to resist it at the moment. Ah, okay. Kann ich noch nicht durchgehen, nehme ich an. No, dear. Scabies' desire to impress you has got the better of him. Geh da nicht rein. Now that is embarrassing. There's no shaking that off. Kill it! Kill it with fire! Careful of that golden. It will harm you and cutify your Verniedlicht eure Schergen. Oh nein.
Das heißt, davon fernhalten. Gegner überhand nehmen, ja, dann wäre es vielleicht doch besser, das in einem Multiplayer vielleicht zu machen. Aber muss nicht sein, ist nur just for fun. Jawohl. Ich sehe jetzt aber auch nicht, ob es hier irgendwo eine EP-Leiste gibt oder so. Wo sind meine Schergen? Oh, scheiße. Stimmt. Das Zeug breitet sich wirklich aus. Wenn du die Schergen siehst, bedeutet es, Nethergul zu bewegen. You will receive crowns for winning these death-defying challenges. Sadly, they're not real. The crowns, I mean. The death is very real. Ah, scheiße. Hier war jetzt die Zielmarkierung. Ich war zu lahmarschig. Okay. Burn it! Burn it! Reds are a little unstable. Thankfully, this tends to be in the direction of enemies, usually. Launch one and see what happens. Okay, man sollte immer Schergen bei sich haben. Unleash your minions! Ja, ja. They love it! Finish the dark one. Ay. Wer tut mir hier weh? Nein. Stimmt, soll mich heilen. Aha. Also das ganze Strategische, das ist mir noch ein bisschen... Nein, ich bin im Gold. Nein. Boah, das nimmt ja überhand hier. Das ganze Gute, das tut weh. Ich habe keinen Schergen mehr. Auch nicht in Reserve. Das breitet sich ja immer noch aus, verdammt. Quick, before you're fluffified. Okay, ins Portal, da nehme ich an. Zurück von den Toten. Alright. Mit den bunten Schergen. Okay, also die Grünen, ist klar, die teleportieren sich zu Feinden, greifen sie von hinten an. Die Braunen sind die, ja, die provozierenden Starken. Rote, ja, können durch Feuer gehen, wie halt immer. Die Blauen heilen den Helden, also dich selber.
It takes me back to my youth. The smell of the sulfur, the screams of the crowd. My head first, Mr. Now, old nostalgia later. How do we get that shard back? If we can reassemble the nether heart, then we'll have a powerful weapon at our disposal. Ah, yes. Quite right. The answer is evil. The answer is almost always evil. If you can commit a few dark deeds in the vicinity, then it'll charge up that shard. Once fully charged, it will push back the golden, and you can grab it. Take a look at your map. I'm sure there's something somewhere that could do with a good kicking from the pointy boots of evil. There's eviling to be done. Plus, Ricketts mentioned she needs dragon eggs to power up the old forge. Something about making new weapons for you. The map's being calibrated to show you the location. Interessant. Okay. Prolog immer noch. Prüfung des Bösen war das hier jetzt. Und der goldene Punkt jetzt auf der Karte ist das nächste, die Waffenschmiede. Finde und stiehle ein Drachenei, raube ein zweites und ein drittes. Alles noch Prolog hier. Okay. Und dann geht's in das Portal, um die Mission in Angriff zu nehmen. Ja, Sekunde mal kurz. So, alles wieder gut. Technical difficulties. Bin gespannt, wie sich die anderen Helden so spielen. Und na gut, Helden. Was heißt Helden? Die Dark Lords, wenn man so will. Okay. Okay. According to my calculations, there should be dragon eggs around here somewhere. Get moving. Irgendwo, ja. Wow. Die haben hier nicht nur eine Mess gemacht, die haben auch Fallen aufgestellt. Übel. They mostly just crush things. I can respect that kind of single-mindedness. Ups. Ja, ich eher weniger, aber ist egal. So, was haben wir hier? Aha. So, was haben wir hier oben? Ich schätze mal, wir müssen immer mal wieder auf so einen Schalter treten, um die Stacheln anders auszurichten. Oh oh. Oh. Die Brücke zerbrennt gerade. Schalter lässt sich nicht nochmal betätigen. So. Irgendwas hier? Nö. Ja. Kann es zum Beispiel einen anderen Weg einschlagen. Gut. Aha. Geht's jetzt lang? Unten links? Das ist immer mal so ein kleiner Durchhänger. Das ist mir jetzt schon öfter aufgefallen. Jetzt hier unten, okay. Maybe we could compare scars after, yeah? Nicht nötig. Ich kann außerdem erstmal ein paar Schergen rufen. Was soll der Mist hier ohne die rumzurennen? Okay, da geht's nicht lang. Oh shit. Ah! Ja, schon klar, schon klar. Aber wenigstens Erfolg gehabt. Ich wäre fast draufgegangen, verflucht.
Halt mich mal ein bisschen. Kann ich mir runterholen, okay. Heilen, los! Ich heile mich nicht, solange ich mich bewege, okay. Ich auch erstmal versuchen sollen, mich stärker zu machen. Oh. The Nether Elves like to think that they're bad, but mostly they're just nuisance types who mope about and hog the eyeliner. Still, it's rather cool to get their black fingernail mitts on those eggs. Better be careful, Ricky. Uiuiuiui, jetzt wird's aber langsam nervig. Boah, echt jetzt? Uiuiuiui. Also die Kämpfe können schwer werden, wenn man vielleicht vergessen hat, sich aufzuwerten. Ich weiß nicht, ob ich es konnte, aber egal, was das jetzt für Dinger sind hier mitgenommen. Ich habe keine blauen mehr, die mich heilen können. Verflucht. Ich brauche mal wieder so einen Schergen. Bla bla. Gesagt, hm? Ein zweites jetzt dort oben vielleicht. Oh oh. Verflucht. Autsch. Scheiße. Ja, das hilft gerade sehr, wenn ich hier irgendwo hinrennen muss und der mich gleichzeitig voll quatscht oder sie, mir egal. Jetzt ja nur versuchen, irgendwo hier mal das nächste Ei zu finden. Hm? So, oben lang, links lang, keine Ahnung. Oh. Ach, Moment, hier komme ich doch her. Ah. Und die Brücke brennt ab. Toll. Die ganze Zeit den falschen Weg gerannt, oder? Okay. Ist das hier was oder ist das nichts? Ah. Scheint nichts zu sein. Okay. So, jetzt hier links lang. Hier geht's nirgendwo hin.
Alles klar, ich war schon richtig, bin aber wieder in die falsche Richtung weggegangen. So, halt mal drauf los. Okay. Healing here. Healing, please. Okay, dann nehmen wir uns noch zwei von euch mit, ha? Für unterwegs. Nach der Zeit kann ich ja, glaube ich, nur zwei von der jeweiligen Farbe mitnehmen. Wow. Hey, wo wollt ihr denn hin? Hey! Blöd oder was? Yep, yep. Definite egg readings. Ah, wo ist denn das nächste Ei, huh? Sag jetzt nicht, die rennen da schon drauf zu und ich raff's wieder nicht. Ah, hier die Brücke brennt, Eck. Better sneak a minion by that lump and trigger the switch, and make sure it doesn't become lunch in the process. Schergen-Novize. Wieso? Weil ich ein paar Schergen gerufen habe? Oh. Okay. Oh, scheiße. Einer der Blauen ist jetzt tot. Uah. It's the egg. Fetch it here, please. Mhm. Werden wir versuchen. Noch nicht schon wieder ihr. Okay, die halten ganz schön was aus. Das war ich doch drauf ausgelegt, auf Multiplayer, hm? Okay. Noch mehr von euch? Ja, noch mehr von euch. Es werden langsam zu viele. Okay, das war nicht so gut gezielt. So, her mit dem Ei jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh oh, ich glaube, das wird nichts. Oder doch? Ja, ich sollte vielleicht auch mehr Schergen rufen. Ich habe jetzt sehr spät gesehen, dass ich eigentlich noch ein paar habe. Ja, aber gut, ist jetzt erstmal wurscht. So, halt er nicht, oder? Oh. Er ist schon dabei. Wenn auch langsam. Einer allein kann nicht viel tun. Oh, dann rufen wir eben die zwei. So. Tschüss.
für ein paar Schergen dabei haben. So, wo war denn jetzt das zweite Ei? Nicht zu nah dran stehen bei sowas, was langsam aufgeht und nach Feuer auch schon aussieht. Damn, that oaf nabbed it whilst you were busy killing elves. Pretty smart for a troll. Okay, dann heißt es jetzt, den Fettsack da unten zu erledigen, ne? Von hier komme ich gar nicht an den Rand. Ja, gut. Right. There should be more dragon eggs around here, so keep your eyes peeled. Okay, Schalter. Okay. Lässt sich nicht so leicht erreichen, oder? Oder doch? Stimmt, einer da oben ist gerade losgerannt. Ich glaube, ist aber gerade in die Stacheln reingerannt. Noch ein Versuch. Ja, ich glaube, die schaffen es nicht dahin. Na schön. Ach, na toll. Was gehört jetzt schon wieder umgebracht, hä? Ich bin gerade verwirrt. Auf einmal steht da Kill. Und ich weiß nicht mal wen. Okay, alles klar. Ich muss zu dem roten Schergen nur zur Hand gehen. Haha. Alrighty. Also manchmal stößt man auch nicht so schnell auf die Lösung. Auf die offensichtliche. Don't worry. The dragon who laid the eggs is probably long gone. They're terribly absent-minded. Big bodies. Okay, einfach nur weiter. So, finden wir jetzt irgendwann. Ja, genau das wollte ich aber jetzt gerade vermeiden. Okay, sie haben es noch durchgeschafft. Kill, Mörder! So.
Was gehört hier umgebracht, hä? Ah, jetzt kommen sie. Okay. Na los, geh schon drauf, verflucht. Wieder schmerzhaft. So, och, noch mehr. Na los, verflucht. Okay, wir sammeln uns noch ein paar Scherben mit. Ich bin schon wieder angeschlagen, verflucht. Los, halt mich mal. Die sind aber auch langsam mit dem Heilen, verflucht. Sollt ihr eigentlich nichts zerprügeln? Ihr sollt mir helfen, wieder gesund zu werden. So, ich schätze mal, der Weg hier führt jetzt zum dritten Ei. Okay, we're down to one last egg. Go on, Nethergall. I believe in you. Immerhin einer. Sagen, wo rennt ihr eigentlich hin? Hm? So. Okay, jetzt brauche ich hier jede Farbe. Hm. So, hier durch. Ah, okay. Müssen wir woanders noch was aktivieren. Immer schön von allen welche dabei haben. Okay, da oben ist jetzt das Tor offen. So, hier schicken wir bestimmt wieder einen roten durch. Genau. Ich hoffe mal. Oh shit. Oh. Immerhin geschafft. Sorry, Rickett. I was totally minion-splaining there. This is your show. Hm.
Gut, dann wollen wir mal sehen. Alrighty then. Plus 30, aha. Okay, die Bilanzen hier kapiere ich noch nicht so ganz, aber... Ha. Nehmt euch vor Schurken, Gegner in den 8. Sie können ausweichen, aus einer anderen Richtung neu angreifen, ja. Den Tipp hatten wir jetzt, glaube ich, schon ein, zwei Mal. Töte die Trolle, hol das Drachenei, kehrt durch das Portal zurück. Hm. Schon ein paar Schergen dabei haben und trotzdem noch Würfel in der Tasche haben, die uns das Rufen von noch mehr erlaubt. Oh Scheiße. You are the last one. That won't end. That were rock. You think I is stupid? Die after your head? No, your head. Get down. Oi, 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 oi. Ey, wieso... Toll. Okay, die können sich zumindest zu mir teleportieren, wenn ich zu weit weg bin. Töte die Trolle. Oha. Okay, ich dachte, ich wäre schon ein bisschen kräftiger. Au, oh, shit. So eine Art Bosskampf hier, ja? Autsch. Oh fuck. Ah, das war zu spät. Ey, bleib hier, du Fettsack. Fast weg. Einer ist weg. Egal welcher das jetzt war. Okay, ich glaube, wir gehen langsam die Schergen aus. Ich glaube, so einer auf Entfernung ist hier doch gar nicht so übel. Okay. Alles klar. You never learn, do you? Ah. Doch noch solche. Mistkerle. Oh oh. Ich bin gleich tot. Los, halt mich. Halt mich. Eieieiei. Oh, das war jetzt knapp. Alrighty then. Hätten wir's. Was auch immer das hier für ein Zeug ist. So,
Oh, das dritte Ei. Kehr durch das Portal zurück. Okay. Ah, hier ist das Portal, okay. Goodie. Schmiedenreparateur. Und Trollplage. Meine Güte, was gibt's denn jetzt hier alles für Trophies? Man kann die Schergen verbessern. Ja, das hätte mich auch gewundert, wenn nicht, weil die waren noch ein bisschen plump. She's been cold for so long, haven't you, girl? Now, time to get bashing. Any weapon fragments you find scattered around these lands, just bring them here and I should be able to reforge them for you. To go and visit Horda, you keep hold of any ill-gotten loot you find. And keep your extra weapon sharp. However, they might be returned a little grubbier. Now, what I'm about to ask you to do saddens me to the bottom of my black little heart. It's a wretched business, but there's no other way, Mr. Knoll. Was gibt's denn jetzt wieder? Rick is right. It appears that the Coden has cutified some of the minion burrows. There are all these pink fluffy things running around, spreading more golden and trying to hug things. I am not a huggy creature. It really isn't. You must deal with them, I'm afraid. Deal with them most severely and fatally. The map will show you where to go. Das ist schon die nächste Mission jetzt also. Okay, okay, okay. So, was haben wir hier für einen? Wir haben den gestohlenen. Ah, hier können wir unser Zeug. Lass sie nicht in die Badewanne fallen. Schock würde dich umhauen. Chance, Gegner mit jedem Treffer zu schocken. Giftige Eisenstange. Dirigentenstab. Kristallsplitter. Boah. Vampirischer Zauberstab. Das sieht doch gut aus. Nehmen wir den. Alright. Werden wir auch gleich mal zu dem wechseln. Hm. Sieht jetzt zwar nicht anders aus, der Angriff, aber hat bestimmt eine andere Wirkung. So, was haben wir hier? Achso, hier können wir einfach nur... Okay. Keine Ahnung. Irgendwas missverstanden? Zurück und ausrüsten. Schergenkosmetik. Hm. Ah, hier können wir Waffen kaufen. Da kann man sie nochmal irgendwie ausrüsten. Keine Ahnung warum. Hm. Ja gut, also das soll jetzt mal für das Just for Fun reichen. Gesamteindruck von dem Game, ja, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es hat was, es hat was. Overlord-Humor ist auf jeden Fall vorhanden. Es gibt vielleicht ein paar, naja, Mängel würde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt vielleicht noch ein paar Schwächen. Aber ist jetzt erstmal egal. Ja, das war's für das Just for Fun. Ich hoffe, es hat Fun gemacht zuzusehen. Und ja, wir sehen uns bei irgendeinem anderen random Just for Fun. Mal sehen. Oder bei meinen anderen Projekten, wie ihr wollt. Also, bis dahin. Tata!